Eine gemeinsame Weihnachtsfeier hielten Landespolizeidirektion Burgenland und das Militärkommando Burgenland in der Martin-Kaserne in Eisenstadt ab. Neben Vertretern aus Politik, voran Landeshauptmann Hans Niesel, Landtagspräsident Christian Illetitsch und der zweite Landtagspräsident Rudolf Strommer, Polizeidirektor Magister Martin Huber, Generalsekretär des Innenministeriums Magister Peter Goldgruber, in Vertretung von Bundesminister Herbert Kickl, Generalsekretär des Bundesheeres, Oberst Magister Dr. Wolfgang Baumann, in Vertretung von Bundesminister Mario Kunasek, sowie der Militärkommandant des Burgenlandes, Brigadier Magister Gernot Kasser an der Spitze, wohnten Vertreter aus dem öffentlichen Bereich und der Verwaltung und viele weitere Gäste der Feier mit insgesamt rund 280 Polizisten und Soldaten bei. Die Militär- und Polizeimusik umrahmte die Veranstaltung musikalisch. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Ehren- und Festgäste, mein Name ist Gernot Gasser und als Militärkommandant des Burgenlandes darf ich Sie sehr herzlich zur Assistenzweihnachtsfeier 2018 willkommen heißen. Wie in den letzten Jahren ist es eine gemeinsame Weihnachtsfeier von Polizei und Bundesheer, versinnbildlicht auch durch den Umstand, dass die beiden Musikkapellen zu unserer Linken gemeinsam unter wechselnder Dirigentschaft den Festakt musikalisch umrahmen. Wir stehen gemeinsam an der Grenze im Einsatz und möchten durch diese gemeinsame Weihnachtsfeier unsere hervorragende Zusammenarbeit auch nach außen hin dokumentieren. In keinem anderen Bundesland hat das Thema Sicherheit einen so hohen Stellenwert in der Politik. Kein Bundesland ist sicherer und nirgendwo werden die Leistungen der Einsatzorganisationen so wertgeschätzt wie im Burgenland. Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachtslieder werden im Radio auf- und abgespielt. Einkaufshäuser sind überfüllt mit Menschenmassen und alle versuchen noch schnell ihre letzten Weihnachtsvorbereitungen zu treffen. Die letzten Tage vor Weihnachten sind also nicht die Ruhe vor dem Sturm, sondern eher der Sturm vor der wohlverdienten Ruhe. Auch für mich persönlich sind die Tage vor Weihnachten nicht die Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit, sondern eher geprägt von vielen Zusammenkünften. Aber das ist auch etwas sehr Schönes, diese Zusammenkünfte, denn sie gibt mir Gelegenheit, viele Menschen zu treffen und ihnen auch meine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Und
um uns vor Augen zu führen, wie gut es uns in unserem schönen Österreich eigentlich geht. Lassen Sie mich eingangs einen herzlichen Gruß übermitteln vom Bundesminister Kunasek. Er befindet sich derzeit bei unserem Kontingent in Bosnien, wird dann weiterfliegen in den Kosovo zu unseren Soldaten im Einsatz. 1000 österreichische Soldaten befinden sich derzeit außerhalb Österreichs und tragen zum Weltfrieden bei. Heute stehen allerdings hier im Mittelpunkt die Soldaten und Soldatinnen und Polizisten und Polizistinnen, die hier in Österreich maßgeblich an der Sicherheit beitragen, an der Grenze, von vielen wenig beobachtet, nicht erkannt. Aber ich konnte mir jetzt in der Einsatzzentrale einen Eindruck vermitteln von ihren großartigen Leistungen und möchte mich diesbezüglich herzlichst bedanken. Zunächst ein herzliches Danke für die Einladung an das Militärkommando, an die Polizeidirektion. Ich habe diese Einladung gerne angenommen, weil ich dem österreichischen Bundesheer und auch den Polizistinnen und Polizisten dankbar bin dafür, dass sie im zu Ende gehenden Jahr für unser Heimatland Burgenland hervorragende Leistungen erbracht haben. Wir haben in diesem Jahr, und der Jahreswechsel lädt ein bisschen Rückschau zu halten, natürlich auch nach vorne zu blicken, 100 Jahre Republik gefeiert. Es war auch ein Gedenkjahr. Und ich bin fest davon überzeugt, dass zu dieser Erfolgsgeschichte der Republik Österreich das österreichische Bundesheer und auch die Polizei, vorher die Gendarmerie, auch sehr große Beiträge geleistet haben. Dass wir heute in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben können, verdanken wir in einem großen Ausmaß auch Ihnen. Für besondere Verdienste erhalten nunmehr einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das heißt zivile Bedienstete, aber auch Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres, Ehrenzeichen des Landes Burgenland. Erhalten folgende Titelleitnante: Braunstein Reinhold, Burg Neudorf, Titelleitnant Harita Günther, Burg Neudorf. Titelleitnant Leib Markus, Heeresgruppenschule. Titelleitnant Bosch Christian, Heeresgruppenschule.
Gratuliere Sie herzlich. Alles Gute. Danke. Gratuliere Sie herzlich. Alles Gute. Danke. Ich gratuliere Sie herzlich. Danke. Das Verdienstkreuz des Landes Burgenland erhalten. Major Karl Oberinspektor Kopfzeug Christine, Militärkommando Burgenland. Wachoberinspektor Scherbel Manuela, Militärkommando Burgenland. Ich gratuliere, danke. Alles Gute. Wachoberinspektor Thüringer, ich gratuliere, alles Gute. Ich gratuliere, Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön. Ich gratuliere. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Sie bekannt. Ich gratuliere. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Danke. Ich gratuliere. Danke. Alles Gute. Danke. Ich gratuliere. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Amtsdirektor Regierungsrat, Makler, Regierungsrechtin, ist Mega. Ich gratuliere Sie herzlich. Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön. Militärkommando Burgenland, Oberst Puschnik, Peter. Ich gratuliere. Alles Gute. Bitte sehr. Sehr herzlich. Danke. Alles Gute. Dankeschön.